Brandenburgs größter Weihnachtskalender hat seine ersten Zahlen preisgegeben. Am Sonntagabend hat die GEWI die Fassade des Lunik in Licht und Farben gehüllt und die ersten 10 Zahlen gezogen. Die Eisenhüttenstädter konnten bereits im Vorfeld auf der Online-Seite der GEWI ihre Zahlenkombinationen angeben. An insgesamt 3 Adventstagen werden die Zahlen gezogen. Sonntag war nun der erste Ziehungstag des GEWI-Weihnachtskalender-Quiz. Begleitet bei leider schlechtem Wetter wurden die vielen Zuschauer vom Eco-Spielmannszug. Die nächste Runde vor dem Lunik findet am 3. Advent statt.